Hallo bei Feuervogel TV. Hier ist die Fortsetzung unseres Specials über die große Phoenix Family hinter den Kulissen bei Phoenixhagen. Heute geht's um den Countdown bis zum ersten Sprungball. Schon vor dem ersten Spielzug muss ja alles generalstabsmäßig fluppen, damit's auch klappt mit dem Bundesliga-Basketball in der NRW-Arena. Mittendrin 107.7 Radio Hagen-Reporter Robin Hamann. Auf geht's. So, wir haben jetzt also eine knappe Stunde vor Spielbeginn. Hans-Uwe Schröer ist bei uns, Hallensprecher. Ja, wie ist das für dich so vorm Spiel? Angespannt? Angespannt eigentlich immer, aber es gibt sich schon eine gewisse Routine. Aber man hat natürlich immer das Fieber, das man schon seit Jahren hat, und fiebert mit der Mannschaft mit und mit den Zuschauern, mit den Fans in der Halle. Das ist immer eine ganz besondere Atmosphäre. Die Stimme ist geölt, Fieber ist gemessen, die Körperspannung beim Hallensprecher passt. Rein in den Backstage-Bereich, wo Physio David Lopez kostbares Material in den Händen hat. Das sieht fast so aus wie beim Boxen, ne? wenn die Hände bandagiert werden. Ja, so wenig. Dabei darf man ja nicht treten beim Basketball. Was darf man nicht? Treten, oder? Man wirft ja den Ball, habe ich gehört. Nichtsdestotrotz ist das schon eine sehr sinnvolle Maßnahme, um Verletzungen präventiv entgegenzusetzen. Das heißt, dass die Leute halt nicht umknicken. Wenn sie umknicken, dann werden sie halt von dem Tape einigermaßen geschützt und hoffentlich eine ernste Verletzung dann vermieden. Gut oder ist gut? Okay. Danke. Das ist so das Hauptding, was du dann vor dem Spiel machst? Immer. Also vor dem Spiel, es sei denn, der ist gestern Abend nochmal umgeknickt, irgendein Spieler beim Zu-Bett-Gehen. Aber meistens ist das so, dass ich auch dann abends um 1 Uhr dann nochmal eine SMS kriege oder einen Anruf, du, mir ist das und das passiert, was kann ich tun? Also wir wissen vor dem Spiel immer genau, was los ist. Aber im Grunde ist es immer so, dass wir wissen, wo der Stand der Spieler ist. Vorstellen. Ich werde natürlich jetzt keinen Namen preisgeben. Es ist natürlich so, du hast in jeder Mannschaft Spieler, die sehr, sehr robust sind. Und die das als Verweichlichung sehen, wenn sie zum Physio müssen oder zur Massage kommen. Das heißt, die sieht man wirklich sehr, sehr selten oder nur, wenn wirklich der Kopf unterm Arm ist. Und dann gibt es andere Spieler, die sind ein bisschen, die muss man so ein bisschen pflegen und ist ein bisschen pflegeintensiver. Die kommen dann auch mal öfter zur Massage. Aber das ist auch richtig so. Das sollte man auch so ruhig machen und in Anspruch nehmen. Aus der Knetabteilung wieder raus ans Feld. Auch am Mikro ist Fingerspitzengefühl gefragt. Dass man das einfach vernünftig nach dem Zeitplan, der vorgegeben ist, abarbeitet. Und wenn man das nach Jahren dann eigentlich im Griff hat, ist es eigentlich so kein großes Problem mehr. Vorgegeben durch gewisse Regelungen der BBL ist es vorgegeben, was man sagen darf, wann man was sagen darf. Es darf also in keiner Weise negativ für den Gegner sein, dass man ihn irgendwie missachtet oder sportlich niedermacht oder sonst irgendwas in dieser Richtung. Das darf nicht passieren, ist aber auch schon festgelegt von der BBL. Und das muss man einfach lernen. Ja, man ist nicht der Fan, der oben auf dem Heuboden steht und schreit, Schiri, ich weiß jetzt, wo dein Auto steht, sondern man muss da schon eine gewisse Neutralität wahren, da hast du völlig recht. Ja. Fingerspitzengefühl auch das Stichwort für Security-Chef Klaus Lebens. Safety first. Wir sind an den neuralgischen Punkten sind wir vertreten natürlich. Und Fankultur ist eigentlich recht harmlos. Es sei denn, wir haben so Derby-Charakter, dann wird es mal ein bisschen hitzig auf den Tribünen. Und ansonsten ist es eigentlich eine friedliche Geschichte, Basketball. Gab es da schon mal konkretere brenzlige Situationen? Ja, es gibt sicherlich schon mal die Situation, dass sich die Fans gegenseitig anheizen und dann natürlich untereinander mal das ein oder andere Scharmutzer, wird mal eine Fahne weggenommen, aber haben wir eigentlich relativ schnell im Griff. Oder es wird mal was aus dem Publikum geworfen. Aber meistens sind wir erfolgreich und kriegen den Werfer auch. Unten der Einlass läuft auf Hochtouren, da können wir gleich mal eben runtergehen. Das ist eine Option für euch. Gerne. Ja, komm, gehen wir mal runter. Machen wir. Und hier werden im Bedarfsfall auch mal Leute abgetastet, dass keine verbotenen Gegenstände mit in die Halle bringen. Von der Tür in die Technikzentrale zu Dirk Hildebrand von Go4It. Zu jedem Fitnessspiel packen wir hier quasi mit einem 18-Tonner ungefähr 12,5 Tonnen Technik an. Das ist schon mal ein bisschen was. Selbst denn auch Phoenix-Fan? Ja, sicher. Warum sonst? Sonst kann man sich gar nicht dafür begeistern, hier sich die Nächte und die Tage um die Ohren zu schlagen. Hier kommen jetzt gerade auch die Begleitkinder rein, ist richtig? Genau.
Zu Zeiten von Ihrem Kapitän Matthias Grote flogen Sie schon mal senkrecht durch die Halle. Sie entern mit den Spielern zusammen bei der Teamvorstellung die NRW Arena und gehören deshalb mit zum Spektakel. Wie kommt es denn, dass ihr heute hier mitmachen dürft und mit der Mannschaft einlaufen dürft? Weil wir, was soll ich sagen, Kreismeister sind. Also ihr spielt selber Basketball? Ja. Ja. Und zwar sind wir nicht nur irgendwie Kreismeister geworden, sondern umgeschlagen. Oh. BG Hagen. Als Bonus darf man dann jetzt mal die Profis da begleiten. Ja, BG Hagen. Und seid ihr aufgeregt? BG Hagen. Ein bisschen, also mehr Freude habt ihr, ja? Ja. Das macht man nicht alle Tage. Ja. Euer Tipp für heute? Cool bleiben. Ja, und fürs Ergebnis? Also, 10 Punkte für das Gewinn. Vom Nachwuchs zu diesen jungen Damen. Anmut, Grazie und jede Menge Haarspray. Das Phoenix Dance Team. Wir werden gerade Haare präpariert. Wir sind hier bei den Cheerleader-Mädels. Hi. 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 Du bist ja schon vollkommen fertig. Ja, fast. Die roten Lippen fehlen noch. Okay. Ja. Außer den Vorbereitungen so optisch, was läuft da sonst so vorm Spiel? Ich habe vorhin gesehen, ihr habt euch da schon mal so ein bisschen warm gemacht. Ja, genau. Wir stellen die Tänze auf dem Feld und natürlich gehen wir auch in der Kabine nochmal die Tänze für uns durch, damit wir uns halt sicher sind, dass die Schritte, die Reihenfolge, die Gruppen, alles verteilt und alles sicher ist. Ja. Okay. Ist denn da immer eine gewisse Nervosität noch vorhanden so? Ja, natürlich. Ohne Nervosität geht's ja auch gar nicht. Das ist sehr wichtig. So eine Art Lampenfieber. Ja. Und du selber bist so weit auch, wir klopfen jetzt mal hier auf Plastik anstatt auf Holz, unverletzt bisher? Ja, bisher unverletzt. Das ist auch sehr gut. Und das soll auch weiterhin so bleiben. Toi, toi, toi. Dankeschön. Sabine Schröer, auch ein wichtiges Mitglied in der Kette hier. Sie betreuen die Schiedsrichter. Richtig. Was ist denn gerade so gelaufen, sag ich mal? Als die Herrschaften kamen? Das geht praktisch ab Erscheinen in der Halle. Also die müssen auch 90 Minuten vor Spielbeginn in der Halle sein. Und von dem Zeitpunkt an müssen wir halt dafür sorgen, dass also im Prinzip so die Gänge frei gehalten werden und die Betreuung halt in der Form, dass man sich um Beköstigung kümmert, dass die Kabine hergerichtet ist, dass die also was zu trinken vorfinden, so ein bisschen was, damit sie also gestärkt sind, ja. Dann geht es darum, dass man Security organisiert, dass die also abgeholt werden von der Kabine auf das Spielfeld und auch zurück, dass die eben also keiner Form irgendwie belästigt werden oder sonstiges. Ja. Von dem Zeitpunkt. Ja, es ist also so, dass ich immer als Ansprechpartnerin praktisch zur Stelle sein muss, wenn die irgendwelche Fragen haben. Also es kann sein, wenn technische Probleme sind, muss ich dafür sorgen, dass irgendwo eine Auskunft da ist. Sag mal, wir hatten ja mal ein technisches Problem hier beim ersten Spiel, dass gesagt wird, also in einer 10 Minuten, Viertelstunde ist der Strom wieder da. Ja. Eine Pfeife, wenn die nicht mehr funktioniert, zuwerfen oder so? Der Trend geht zur Zweitpfeife. Nein, also ich habe notfalls wirklich immer eine in meiner Ausstattung. Da ist Tape drin und eine Pfeife. Alles, was man mal so brauchen könnte, wenn der Not am Mann ist. Also mindestens ein Phoenix-Herz schlägt in dieser Brust. Weil mein Mann und ich sind ja schon seit der ersten Stunde dabei. Ich glaube, sonst würden wir das hier auch alles nicht tun, wenn man nicht mit Leib und Seele dabei wäre. Sonst ist schon viel Arbeit oft, aber wir machen es gerne und werden es auch weiterhin gerne machen. Sehr schön. Ihr Tipp für heute? Ja, wir gewinnen. Könnte knapp werden, aber wir gewinnen. Sehr gut. Vielen Dank. Ich bin sehr zuversichtlich. Du bist hier hauptverantwortlich für die Musik während des kompletten Spiels. Das ist cool. Ja, wie man hört, aktuelles und schwungvolles. Der Andreas sucht uns jetzt mal einen schönen Button aus. Einen schönen Einspieler. Extra für uns. Extra für euch, ganz exklusiv hier im Radio. Jetzt habe ich gehört, man kann sowas ja auch natürlich schön machen, um ein Spiel mitzukommentieren. Ich habe den zum Beispiel schon mal gehört, wo, glaube ich, eine fragwürdige Schiedsrichterentscheidung war. Ist, glaube ich, Nein, habe ich nicht gehört. Ich habe nur gehört, dass man es gehört hat. Da muss sich jemand verhört haben, weil letztendlich ist das Ganze ja auch... Ah, jetzt muss ich mal ganz kurz hier tatsächlich arbeiten. Ja.
das ja, nee, ist klar, passt also auch. Alles ist bereit, es kann losgehen. Mit Gänsehaut, mit Spannung, mit Basketball-Euphorie, die es so nur hier gibt, bei Phoenix Hagen in der NRW Arena.